Ja, das ist unser kleiner Beitrag zu dem Shiatsu Video Contest. Wir machen Werbung und nimm am Gewinnspiel teil. So sieht's aus. Wir hatten 1000 Millionen Ideen, wie man denn am besten dieses Video verfasst. Wollten eine Werbung machen, coole Animationen. Wollten sogar eine Bionade-Werbung mit nachmachen, also. Alle uns kamen auf die Straße stellen und Leute einfach probieren lassen. Im Endeffekt haben wir nach ungefähr 10, 20, 30.000 Ideen festgestellt, dass das Ganze einfach nicht so gut funktioniert und stellenweise auch zu aufwendig ist. Nehmen wir an, wir gehen jetzt auf die Straße und wollen Leute halt probieren lassen. Dann brauchen wir 10.000 Genehmigungen, dass wir das überhaupt machen dürfen. Natürlich kommt noch das Problem dazu, dass viele Minderjährige wahrscheinlich dann dampfen möchten. Ja, hier haben wir jetzt ein direktes Beispiel. Wir saßen beim Michi im Keller und waren noch mit ein paar Freundinnen da und ja, guckt einfach mal rein, auf was für Schwachsinnsideen wir kamen. Also was machen wir denn jetzt? Laufen wir jetzt nackt durchs Haus und zeigen den Alltag oder was? Der Alltag bei Master, alle rennen nackt durchs Haus, alles klar. Dann gehen wir zu Finn, Alltag bei Finn. Das ist schön, dass du mich dabei filmst. Jetzt mal erstes Mal mit jetzt. Hörst du auf damit? Ja, guck schon. Natürlich nach links. Heute als Gastcharakter. Pocahontas. In der Rolle des Sheila-Hunters. Was soll denn jetzt Walt Disney denken? Pocahontas sagt nicht, fick dich. Echt? Pocahontas sagt nicht, fick dich. Pocahontas raucht dann doch, aber nicht sowas. Mit Pocahontas raucht nur Scherzo, ne? Ja. Ja, das ist die Idee. Ja! Ja, wegen gesunder Ernährung. Nein! Gesunder Ernährung, kein Nikotin. Ja. Ja, wie ihr sehen konntet, das Thema bereitet uns die größten, verschiedensten Ideen. Natürlich völlig absurde Sachen. Irgendwann wurden wir auch ganz schön plemplem im Kopf, sodass wir eigentlich nur noch dummes Zeug aus uns spulte. Ja, nach 3 Stunden evaluieren und schreiben. Genau, echt. Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, ach, weißt du was, machen wir gar kein Video. Sondern einfach für die Leute, die diese Shiatsu-Dampfsteine nicht kennen, machen wir ein paar Bilder, genau. Zeigen die Alltagssituation, was man mit den Steinen vielleicht noch machen kann. Fotos hier, Fotos da, wo man sie überhaupt die Steine brauchen könnte, was man mit denen überhaupt macht und welche Vorteile diese Steine eigentlich überhaupt haben. Bevor wir das Ganze überhaupt machen konnten, mein erstes, also bevor überhaupt was passiert, kam das hier. Richtig, mir fiel nämlich erstmal direkt eine Packung runter, aber naja, was soll's, danach haben wir noch ein paar mehr Fotos geschossen, die wir jetzt einfach mal hier durchlaufen lassen. Ja, das waren ein paar Bilder aus dem, ja, sozusagen ganz normalen Alltag. Wir wollten die Sachen einfach mal ein bisschen in Szene setzen. Ja, wie wir schon gesagt haben, haben wir uns letztendlich jetzt doch dazu entschieden, noch mal ein paar Worte dazu zu sagen, was wir jetzt auch noch mal machen wollen. Shiatsu steht ja eigentlich für den Tabakersatz Nummer 1. Genau. Es können, dampfen statt rauchen. Richtig, es können Leute dampfen, die minderjährig sind. In manchen Shisha-Cafés gibt es das sogar auch, wo man dann jetzt schon minderjährig tatsächlich Shisha rauchen kann. Finden wir eine tolle Idee, natürlich auch, weil einfach ja, diese ganze Schadstoffe, die man ganz normal beim Tabak mitraucht, dort nicht mehr in dem Ausmaß ja, vorhanden sind. Punkt 1 ist, kein Nikotin. Punkt 2 ist, alle anderen Schadstoffe fallen auch weg. Die bei Verbrennungen entstehen etc. Genau, weil das Ganze dampft halt, diese Mineralsteine nehmen halt die Molasse auf durch die Hitze
zum Beispiel jetzt, wenn ihr Kohle verwendet, am besten ist es natürlich, wenn man elektronische Kohle verwendet, haben wir auch schon mal getestet, dann verdampft das Ganze und so gesehen hat man dann nur, man hat keinen Rauch im Mund, sondern hat Dampf. Dampf, ja. Man muss es wirklich so sagen. Dass dabei natürlich auch Stoffe entstehen, die beim Körper vielleicht nicht ganz so gut sind. Wir haben das ja auch schon in unserem Schadstoff-Video erklärt, aber dazu gar nicht jetzt mehr. Ist klar. Aber wie gesagt, eigentlich, ich denke mal, Punkt 1 ist wirklich, dass kein Nikotin dabei ist. Einfach, dass das wirklich wegfällt, dieser Suchtfaktor sich dadurch lindert. Punkt 2 für Shisha-Cafés finde ich ganz wichtig. Ist eigentlich, ist das in Österreich mit dem Rauchverbot? Genau. Da gibt es ja jetzt das Problem, dass Shisha-Cafés erst gar nicht mehr... Und in Bayern auch schon, bei uns in Deutschland. In Bayern auch, genau. Dass nämlich keine Shisha mehr geraucht werden darf in den Shisha-Cafés. Was macht man dann noch in einem Shisha-Café, wenn man da keine Shisha rauchen kann? Richtig. Das ist natürlich die optimale Lösung. Die Shisha-Cafés können dann nämlich jetzt diese Steine sich aneignen, kaufen, mit dem Molassen selber noch irgendwelche zusätzlichen, Produktionen mischen. Ja, ob jetzt Traube, Minze, nur Traube, wie auch immer. Das Ganze ist Dampfen, das Ganze ist dadurch dann wieder legal gehalten, weil es kein Rauchen ist. Wo wir auch gerade bei den verschiedenen Geschmackssorten waren. Shiatsu gibt es natürlich auch schon in verschiedenen Geschmacksrichtungen vorzukaufen. Es Apfel, gibt, Banane. Genau, alle Standarddinger. Es gibt Mango, eben diese fertigen Sachen, wo die Sachen schon gemischt sind. Oder ihr kauft euch die Steine für 5,90 €. Ja. Die entweder die groben oder die feinen. Es gibt zwei verschiedene, je nachdem, was für einen Kopf ihr benutzt. Und könnt euch alles mischen, was ihr nehmt. Egal, ob ihr von Bisan-Molasse nehmt, von Elements, von Shisha King. Völlig Schnuppe, was für Molasse ihr nehmt. Ihr könnt so mischen, wie ihr wollt. Und die Steine nehmen die Molasse auf. Genau. Optimal. Dann, wenn voll ist, ist auch voll. Der Rest ist dann natürlich noch in den jeweiligen Plastikbehältern drin, in den schönen Verpackungen. Kann man natürlich auch wiederverwenden. Sind auch gut verschlossen, die Dinger. Und das natürlich das Tollste ist, sobald ihr die Steine verdampft habt, sind die auch wieder trocken, dann kann man die noch ein bisschen austrocknen lassen. Ihr könnt sie dann wieder neu benutzen. Das heißt, es ist ein Produkt, was nicht zerfällt. 4-5 Mal kann man die wiederverwenden, habe ich gehört, habe ich gelesen. Und für 5,95 € kann man sich dann einfach neue Steine wiederholen. Ist auch noch sehr, sehr günstig, muss man einfach sagen. Und es funktioniert auch gut. Es kommt sehr guter Dampf, der Geschmack kommt sehr gut durch. Für die Leute, die einfach nicht den Nikotinflash, dieses Kratzen im Hals nicht abkönnen, ist es natürlich das Beste, wenn sie auf diesen fruchtigen Geschmack mal stehen und einfach nicht, sage ich jetzt mal, nikotinsüchtig werden möchten. Richtig. Das ist einfach nur, eine sehr gute Idee. Und zudem, gerade nochmal wegen dem Nikotin, ist es natürlich auch viel jugendfreundlicher. Genau. Dadurch, dass wir wollen auch nicht, dass irgendwelche Leute mit 13, 14 schon Shisha rauchen. Ja. Dann, wenn ihr es tut, dann tendiert doch lieber zu den Shiatsu-Steinen. Mittlerweile kommt man eigentlich in allen bekannten Shops gut ran. Sonst einfach mal auf shiatsu.de schauen. Shiatsu.eu. Shiatsu.eu, noch viel besser, Shiatsu.eu. Da mal raufschauen, da kriegt ihr auch alle möglichen Infos. Da findet ihr jetzt auch genau dieses Video. Gibt es noch was Wichtiges? Ja, wir haben verschiedene Sorten getestet, einmal die groben und die Feinsteine mit verschiedenen Molassen von verschiedenen Herstellern. Hab dazu noch einiges andere gesagt. Einfach bei YouTube eingeben, Shisha for you, Shiatsu. Hab sogar schon Green Apple Ready getestet, ist echt eine feine Sache, hab dazu noch einiges mehr erzählt, was wir jetzt in dieses Video hier nicht unbedingt so schnell unterbringen möchten, weil es wirklich ein sehr gutes Thema ist, was einfach nicht informativ und kompakt gehalten werden sollte, sondern lieber ein bisschen ausgebreitet werden sollte, ja. Damit sich die Leute damit, ein richtiges Thema bilden können. Ob jetzt auch, von den Jugendlichen die Eltern sich das mal anschauen, weil die Eltern natürlich wissen, Rauchen ist verpönt. Wir finden es auch scheiße, um es mal kurz zu fassen. Dennoch ist Rauchen eine feine Sache, wenn man mit 4-5 Leuten in einem Raum sitzt und sich eine Shisha genehmigt und die dann dampft und nicht raucht. Und das ist nämlich, das Motto von Shiatsu, lieber dampfen, anstatt sich die Lunge voll zu qualmen. Und ich denke auch, es ist eine super Alternative, nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für Erwachsene, die von dem Tabak und von dem Nikotin umsteigen wollen. Auf die Steine. Und was auch noch viel cooler ist an der ganzen Sache, ist, man hat auch nicht diesen ganzen Stress mit Fehlproduktion und sonst was. Genau. Weil die Steine sind immer gleich. Jeder hatte das schon mal. Man kauft sich cool 200 Gramm, einfacher, klasse, erster Kopf. Bleh, Tabak schmeckt zum, ne? Rausgeworfenes Geld. Richtig. Das hat man mit Shiatsu nämlich nicht, weil die Steine nehmen die Molasse einfach selber auf. Wenn voll ist, ist voll. Und es schmeckt immer gleich. Tropft auch nicht. Also eigentlich echt eine perfekte Alternative.
Ja, das soll es eigentlich soweit gewesen sein von diesem kleinen Einblick in unser Shiatsu-Leben. Wie ihr schon am Anfang gemerkt habt, es war doch im Endeffekt sehr kompliziert, dieses Video zu drehen. Durchaus, wir hatten ziemlich viele Gedanken, ziemlich viele unnütze Gedanken. Und letztendlich haben wir uns dann dafür entschieden, einfach mal wieder frei vor der Kamera zu sprechen. Ja, lieber Shiatsu-Contest, liebe Viewer, klickt uns an. Ende November. Wir werden sehen, wer gewinnt. Haut rein.